Die britische Regierung hat in der Finanzpolitik eine Rolle rückwärts hingelegt, um weiteren Schaden abzuwenden. Premierministerin Liz Truss und ihr neuer Finanzminister Jeremy Hunt waren dafür am Sonntag in Zweierklausur gegangen. Große Teile des vor knapp einem Monat vorgestellten Konjunkturpaketes werden null und nichtig. Erstens werden wir fast alle steuerlichen Maßnahmen rückgängig machen, die im Wachstumsplan vor 3 Wochen angekündigt wurden und noch nicht in die parlamentarische Gesetzgebung eingeflossen sind. Ich habe außerdem beschlossen, dass der Grundsteuersatz für die Einkommensteuer bei 20% bleiben wird, und zwar auf unbestimmte Zeit, bis die wirtschaftlichen Umstände eine Senkung zulassen. Den Basissatz für die Einkommensteuer wollte Truss ursprünglich von 20% auf 19% senken, wodurch Besserverdienende stärker entlastet worden wären. Finanziert werden sollte das Konjunkturpaket durch neue Schulden, was für Aufruhr auf den Finanzmärkten sorgte. In der Folge sah sich die britische Notenbank zu Käufen von Anleihen gezwungen. Das wichtigste Ziel sei Stabilität in Großbritannien, sagte Hunt.